Es muss ausreichend Maßnahmen geben, damit wir den drohenden Kollaps in den Spitälern vermeiden. Das ist die Messlatte. Was wären die zwei, drei wichtigsten Maßnahmen, aus denen das ist, die ergriffen werden? Richte ich den Kollegen nicht vorab aus, aber es darf keine Alibi-Maßnahmen geben, sondern es muss ein Paket sein, das wirklich hilft und das diesen drohenden Kollaps stoppen kann. Sonst wird es kein Paket geben. Also wir gehen sehr ergebnisoffen in die Gespräche, die wir auch ohne Tabus führen wollen. Die Sicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung ist uns das Wichtigste und ich persönlich kann mir eine Osterruhe vorstellen, aber in Summe geht es darum, dass wir die Interessen der Bevölkerung im Mittelpunkt sehen und ich bin sicher, dass wir gemeinsam die drei Landeshauptleute der Ostregion mit dem Bundesminister heute zu einem guten Ergebnis kommen. Ja, wir waren vorbereitet auf Öffnung der Schanigärten, haben aber immer gesagt, erst dann, wenn es von den Zahlen der Infizierten möglich ist. Das ist derzeit nicht möglich. Das heißt, wir werden das zu einem späteren Zeitpunkt ausholen. Ja, das wollen wir jetzt besprechen. Da möchte ich den Beratungen nicht vorgreifen. Wir sind immer gut abgestimmt in der Ostregion. Wir sehen uns da auch gemeinsam immer auf einer Linie und werden das mit Herrn Bundesminister jetzt besprechen. Und ich bin sicher, dass wir gemeinsam zu einer guten Lösung kommen. Aber ich kann nicht oft genug betonen, die Gesundheit der Menschen ist uns das Allerwichtigste. Wir haben sehr konkrete Vorstellungen als Landeshauptleute, wie ich weiß, auch der Bundesminister. Und wir sind sehr ergebnisoffen in unseren Gesprächen und werden auch gemeinsam mit den Expertinnen und Experten beraten. Also ich bin bekannt dafür und ich weiß, das gilt auch für die beiden anderen Landeshauptleute, dass wir immer sehr faktenbasiert unsere politischen Entscheidungen treffen. Und von daher wird die Meinung der Expertinnen und Experten für uns eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage sein. Frau Landeshauptfrau, eine Frage an Sie nur kurz. Was sind Ihre Erwartungen jetzt an dieses Gespräch? Ja, wenn es um die Bekämpfung der Pandemie und deren Folgen geht, braucht es ein gemeinsames Vorgehen. Heute ein Gespräch hier im Gesundheitsministerium, wo uns Expertinnen und Experten zur Verfügung stehen und braucht es jetzt einmal ein umfassendes Gespräch. Glauben Sie, finden Sie einen gemeinsamen Nenner? Der Herr Landeshauptmann Doskozil spricht von kontrollierten Öffnungen. Sie mussten die Schanigärten zurückziehen. Der Handel soll offen bleiben, ist Ihre Position. Wie geht sich das aus? Ja, jetzt geht es einmal um Detailinformationen. Was ist tatsächlich Sache, wie schaut es aus mit den Fakten und dann werden wir faktenorientiert entscheiden. Schauen Sie, ich habe das gestern auch, glaube ich, formuliert und das war ja auch das Ergebnis von der gestrigen Beratung, dass es wichtig ist, dass man sich mit den Experten austauschen kann. Diese faktenbasierte Lage, dass man die Lage auch besser beurteilen kann, das ist für mich, hat sich das gestern nicht erschlossen. Und ich glaube, es ist schlecht, wenn man zwischen Tür und Angel Entscheidungen trifft, die so weitreichend sind. Jetzt sind die Experten an Bord und ich glaube, wir alle drei und auch der Gesundheitsminister sind so verantwortungsbewusst, dass wir diese Meinung ernst nehmen und daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen. Noch einmal, ich werde nicht vorgreifen, wir werden alles durchdiskutieren. Wichtig ist, dass die Zahlen sinken, wichtig ist, dass die Intensivbetten in entsprechenden Kapazitäten zur Verfügung stehen. Das sind die wichtigen Parameter und das will ich von den Experten hören, dass wir in dieser Intensität und dieser Genauigkeit bis dato noch nicht wahrgenommen und dann werden wir gemeinsam sicher entsprechende Maßnahmen beschließen.